treffen mit betreffenden ausländischen Behörden. Guten Tag und willkommen heute bei unserer kulturellen Veranstaltung. Ich möchte mich entschuldigen für die Verspätung, die ich jetzt so habe. Also, ich bin der Donaldson Tommy Genfack, Vorsitzender des Vereins Cameroon Community in Gießen seit ungefähr einem Jahr. Also, heute haben wir die Gelegenheit, unter uns die Ausländerbehörde zu haben, die DAM und unter anderem Promi-Projekt, International Office und zum Glück der damalige Vizepräsident der DAM, der Herr Professor Dr. Alice Schumann. Um schneller zu sein, möchte ich denken, dass die uns heute verehrt haben, hier zu sein, sich präsentieren, sich vorstellen, bevor wir anfangen. Wir haben gehört und schon eine ganze Reihe von Gesprächen auch darüber geführt. Erstmal nur zur Klarstellung, ich war Vizepräsident, ich bin jetzt ganz normaler Professor wieder und Auslandsbeauftragter im Fachbereich Gesundheit. Aber ich habe über viele Jahre Kontakt mit kamerunischen Studierenden. Ich selbst werde jetzt auch wieder im Dezember für einen Monat in Kamerun Vorlesungen halten. Ich bin also dann auch direkt wieder da. Kann also den kleinen Unterschied zwischen Kamerun und Deutschland schon selbst auch erleben. Und ich erlebe es auch, wie es für mich ist, wenn ich in Kamerun am Flughafen ankomme und dann auf einmal mit der kamerunischen Zollbehörde in Kontakt trete oder mit kamerunischen Polizisten während einer Straßenkontrolle. Und dann fällt mir schon auf, was es heißt, wenn man in einem fremden Land mit der Obrigkeit zu tun hat. Es ist ein ganz seltsames Gefühl, weil man überhaupt nicht weiß, wie die Menschen, die einem da jetzt gegenüber sitzen in Uniform oder mit irgendeinem Schildchen, dass sie irgendeine offizielle Person sind, was die jetzt zu sagen haben oder nicht. Ja, das ist also schon schwierig. Ja. Und es ist gut, wenn man das auch mal selbst erlebt, dann kann man sich auch besser vorstellen, wie es für jemand ist, der das erste Mal auf einer deutschen Behörde ist. Das, was Sie hier vorne vorgespielt haben, fand ich eigentlich, das wirkte sehr realistisch und aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Ja, es ist genau so, wie es eigentlich sein muss. Ja, man konnte jetzt nicht sagen, dass da irgendwas falsch war. Und trotzdem führt es dazu, dass viele unserer kamerunischen Studierenden traumatisiert sind, Probleme haben, Angst vor dem Rathaus haben, durch diese Drehtür zu gehen. Und damit jetzt umzugehen und wir als THM, wir wollen ja kamerunische Studierende hier an der Hochschule haben. Wir wollen Studierende aus ganz Afrika bei uns haben. Wir machen Werbung. Ich war vor zwei Jahren waren wir in Kamerun und haben eine große Veranstaltung mit dem DRD gemacht, wo wir in Yaoundé Studierende angeworben haben und gesagt haben, kommt zu uns, wir wollen euch haben. Aber wenn sie dann hier sind, können wir leider nicht immer die Unterstützung bieten, die sie eigentlich brauchen, um hier dann überleben zu können. Es ist ein bisschen eine Zwickmühle, in der Hochschule und öffentliche Verwaltung auch gegenseitig stehen. Ja, wir wollen sie haben, aber wenn sie dann hier sind, dann ist es schwierig, das Lebensumfeld zu bieten, das es ihnen auch ermöglicht, hier gut und vernünftig ihr Studium zu machen. Und was es heißt, im Ausland zu studieren, in einer fremden Sprache, die nicht Muttersprache ist, das weiß auch jeder von uns, der mal für ein paar Semester oder ein Semester draußen war und schon allein versucht hat, auf Englisch zu studieren oder auf Französisch, der weiß, was das bedeutet, auch in einem Ingenieurstudium. Deshalb finde ich es sehr gut, dass wir heute hier mal zusammen sind, um die Probleme mal ein bisschen anzudiskutieren. Wir werden heute sicher keine Lösung für das finden, aber es ist schon ganz wichtig,
mal ins Gespräch miteinander zu kommen und die Positionen, die wir haben, besser zu verstehen. Dafür danke ich Ihnen für die Möglichkeit. Die einen oder anderen kennen uns ja vielleicht schon. Wir haben jetzt seit fast 4 Jahren dran am Projekt Hochschule in der Migrationsgesellschaft, interkulturelle Öffnung der THM. Und haben ja als einen großen Arbeitsbereich in diesem Projekt eine Studie durchgeführt zu Erfahrungen internationaler Studierender und Studierender aus Deutschland mit sogenanntem Migrationshintergrund, zu Erfahrungen im Studium, auch speziell zu Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. Und da nicht nur persönliche, individuelle Diskriminierungserfahrungen, sondern wir haben auch versucht herauszufinden, welche diskriminierenden Strukturen gibt es. Willst du noch kurz was zur Studie sagen? Ja. Und wir haben Interviews auch geführt und auch mit kammerunischen Studierenden. Und da ging es zum großen Teil auch genau um diese Probleme, die jetzt vorhin so eindrücklich geschildert wurden, also mit dem Aufenthaltsrecht, was es für eine Druck- und Angstsituation für viele Studierende ist. Das waren wirklich sehr eindrückliche und zum Teil auch sehr emotionale Interviews, und es war sehr schön, dass sich da viele gemeldet haben, um das mit uns zu teilen, und da haben wir einen sehr ausführlichen Bericht zugeschrieben. Es gibt eine Kurzzusammenfassung, die sieht so aus, die habe ich einmal hinten auf dem Tisch ausgelegt, wenn Sie da vielleicht auch mal reinschauen möchten. Ja, und wir werden auch Studierendenforum noch veranstalten. Wir möchten gerne mit internationalen Studierenden und mit Studierenden mit Migrationsgeschichte diese Ergebnisse diskutieren und dann auch vor allem diskutieren, was aus Ihrer Sicht an der Hochschule getan werden könnte, um diese Probleme anzugehen. Also wir haben auch Empfehlungen formuliert dazu, und die möchten wir gerne diskutieren. Ich kann ja hier schon mal sagen, dass dieses Forum für internationale Studierende, zu dem wir alle herzlich eingeladen sind, am 4. Dezember stattfinden wird, Mittwoch, und voraussichtlich in Räumen der KG, aber das werden wir dann nochmal bekannt geben. Und unser Projekt heißt ja auch interkulturelle Öffnung, das heißt, wir gucken, was können wir als Hochschule verbessern, um Studierende einfach zum Erfolg zu führen. Dazu ist es eben auch wichtig, dass wir uns vernetzen mit unserer Umgebung. Wir sind vernetzt mit der Stadt Gießen, mit dem Landkreis Gießen, die ja auch an dem Thema interkulturelle Öffnung dran sind und wirken sozusagen auf der Metaebene, hoffentlich auch zu ihren Gunsten. So, mehr möchte ich zu uns jetzt erstmal gar nicht sagen. Wir sitzen ja vielleicht noch da. Danke für die Einladung. Ich kann mich auch gerne selber vorstellen. Also ich glaube, die meisten kennen mich auch. Ich bin auch im International Office tätig von der THM und bin genau dort auch zuständig für die Verlängerung der Aufenthaltstitel, wenn es um Stellungnahmen geht von der Hochschule. Ja, mein Name ist Sheila Monastelius. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin im International Office und berate internationale Studierende. Ich selber komme aus Bolivien und wohne sehr lange hier schon. Habe ich hier studiert, bin ich auch den Lebenslauf sozusagen eines typischen internationalen Studierenden aufgegangen. Meinen Sprachkurs habe ich in Aachen gemacht, meinen Studienkollegen auch dort besucht und dort studiert. Und freue ich mich auch, wenn ich internationale Studierende dabei helfen kann, bei uns an der THM sich wohlzufühlen und dass sie auch erfolgreich ihr Studium abschließen. Ich bin Vorstandsvorsitzende der Deutschen Frauenrechtsorganisation THEREFAM. THEREFAM ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1981 für die Rechte der Frauen und Mädchen in Deutschland und anderswo einsetzt. Wir haben 4 Hauptschwerpunktthemen. Das ist einmal weibliche Genitalverstümmelung, Gewalt im Namen der Ehre, häusliche und sexualisierte Gewalt sowie Frauenhandel. Unter anderem haben wir aber auch Kooperationen mit ausländischen Projekten, und hier kommen wir wieder auf das Thema Kamerun zu sprechen. Während wir hier darüber sprechen, wie wir internationale Studierende aus Kamerun nach Deutschland holen und sie hier ausbilden, ist das Projekt, was wir gerade machen, mit THEREFAM in Nordkamerun, das Thema Selbstbestimmung durch Bildung, Mädchenbildung stärken.
Mir geht es ganz stark darum, dass wir Mädchen vor Ort bei der Mafa-Gesellschaft in Nordkamerun eine Schulbildung ermöglichen wollen, um sie vor allem auch vor Zwangsverheiratung zu schützen. Unsere Referentin, Professor Gudula Kusak, hat jahrelang schon Feldforschung bei den Mafa-Frauen in Nordkamerun durchgeführt und hat das Projekt begründet. Das ist seit 2009 bei Telefam ein Projekt, was wir unterstützen und was wir fördern. Jedes Jahr kommt eine Delegation aus den Ländern, in den Ländern, die wir unterstützen, nach Deutschland und machen ja eine Rundreise. Und dieses Jahr ist das Land Kamerun dran. Wir sind auch hier in Gießen und dank der THM, Herr Schumann und Herrn Tonge, mit der wir eine Kooperation gegründet haben, wollen wir das Thema Mädchenbildung in Kamerun vorstellen und diskutieren. Es wird einen Filmvortrag geben und dann anschließend eine Podiumsdiskussion dazu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie am 15. Oktober Innenräume der THM im C-Gebäude um 17 Uhr anwesend sein könnten, um uns gemeinsam über das Thema Mädchenbildung in Kamerun zu sprechen. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos und ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam das diskutieren würden. Mein Name ist Gerhard Menche, ich bin der Leiter der Auswanderungsbehörde bei der Stadt Gießen. Ich darf mich bedanken für die Einladung. Vielleicht besteht nachher die Möglichkeit, die Diskrepanz, die der Professor Schumann aufgezeigt hat, nochmal ausführlicher zu erläutern. Auch wir sind damit beschäftigt, den Weg für Sie zu uns und die Arbeit gleichzeitig für uns zu erleichtern. Aber wir stoßen an zwei Grenzen, die wir nicht überwinden können. Einmal sind es die gesetzlichen Grundlagen und zum Zweiten ist es das mangelnde Personal, was wiederum mit Geld zu tun hat. Ich kann Sie nur auffordern, uns bei dieser Forderung nach mehr Personal und nach Änderung der Rechtsgrundlagen, die für uns ja selber auch schwer umzusetzen sind und zu erklären sind, das muss ich hier leider zugeben, zu unterstützen. Auch das wird heute Abend vielleicht noch Thema sein. Danke. So, jetzt ohne Transition wollen wir mit unserer Diskussionsforum einfach beginnen. Ich schlage hier auf dem Forumtisch, also da werden dann ein paar Leute da sitzen, der Herr Professor Dr. Alex Schumann, der Herr von den Auswanderbehörden. Ich habe leider den Namen vergessen, Entschuldigung. Mensch. Herr Mensch. Du bist alle. So, dann haben wir auch noch den Leiter, Frau Zaluski. Es gibt uns noch eine Dame, die Frau Leona Mleska. Entschuldigung, aber den Namen hatte ich vergessen. Bevor wir weitermachen, möchte ich sagen, bitte die Frau Leona Mleska sich vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Tanja Raska. Ich vertrete heute die Integrationsbeauftragte der Stadt Gießen, die leider erkrankt ist, und arbeite im Integrationsbüro der Stadt Gießen. Zu meiner Person, ich bin auch ausländische Studierende und bin seit 8 Jahren in Deutschland, kenne sehr gut die Situation und deswegen nehme ich auch sehr gerne teil. Dankeschön. Integration internationaler Studierende, die stürmische Entspannungsfläche zwischen Aufenthaltsrecht und Studium mit dem jetzigen Vertreter. Zu dem Thema haben wir heute wirklich viel zu sagen. Ich werde die Problematik darstellen und jeder wird seine Meinung äußern und danach könnt ihr die Zuschauer eine Frage stellen. Ich wünsche mir, dass am Ende dieses Podiums Diskussion was unsere Frage beantwortet sind und dass, wenn es möglich wäre,
dass wir vielleicht noch eine weitere Chance haben, uns in der Zukunft wieder zu treffen und dass die Art und Weise, wie wir hier irgendwie behandelt sind, eigentlich so sich verrichtet. Und zu dieser Problematik würde ich mir so auf zwei Punkte fokussieren: Studiums- und Aufenthaltsrecht. Wir sind vor allem ausländische Studierende. Und für alle, die aus Kamerun kommen, sind da wegen des Studiums. Wir sind da zum Studieren. Es gibt ausländische Studierende in Gießen, es gibt auch deutsche Studierende. Was das Studium angeht, es könnte sein, dass ein Student während seines Studiums Probleme hat und irgendwie sein Studium abbricht. Es könnte sein, dass er auch durch geht und so früh wie möglich abschließt. Also, die Probleme sind unterschiedlich, genau wie jeden Tag unterschiedlich ist. Die deutsche Studierende zum Beispiel, sie haben auch finanzielle Probleme. Viele auch brechen ihr Studium ab. Viele sind stressig, aber sie sind in ihrer Heimat. Wenn sie zum Beispiel das Studium abgebrochen haben, lernen sie irgendwo geschickt, werden sie keine Gelehrung zum Beispiel so bekommen, irgendwas. Nun, wenn eine ausländische Studierende Probleme während des Studiums hat und irgendwie das Studium abbricht, wird er bestraft oder irgendwie wird er zurück nach Hause geschickt. Wir sind nicht so immunisiert von diesen Problemen. Das meine ich. Wir fühlen die gleichen Probleme. Und niemand oder keine kann dagegen gehen oder keine könnte was dagegen machen. Aber wenn ausländische Studierende Probleme haben, so werden sie nicht so belasten von sich selbst und auch von den anderen. Was den Aufenthaltsrecht angeht, ich glaube, da ist hier ein Theaterspiel. Dieser Theaterspiel hat wirklich viel geäußert. Es gibt diese Probleme von Finanzierung. Ja, 1.000 Euro. Pro Jahr. Ich stelle mir einfach vor, wie jede Studierende das so jährlich schaffen kann. Wenn wir zum Beispiel in Gießen 2.000 Studierende sind und jede 8.000 Euro jährlich sperren muss, wie viel würde das machen? Weiterhin muss auch jeder Student dazu 50 Euro die Sperrgebühr. Das finde ich eigentlich schon so viel und übertragen. Außerdem, es gibt auch wenn diese 8.000 Euro oder diese Verpflichtungserklärung
sich nicht leicht empfehlen. Sie werden nämlich viel bedroht, werden belastet. Für die meisten sind so Stärke, sodass sie von diesen Problemen durchgeht. Manche sind so schwächer und sie können nicht durchgehen und sie werden psychisch belastet. Die Zahl in Gießen, kann unsere Studierenden, die bis jetzt nur psychisch belastet waren und die wir versucht haben, sie nach Hause zu schicken, damit sie sich in der Familie eigentlich gut fühlen und sich so irgendwie finden und wieder zurückkommen, um zu studieren, ist momentan wirklich viel. Und wenn es so weit gehen würde, frage ich mich wirklich, ich frage mich, die Antwort kann jeder. Die Kinder könnten irgendwie von dieser Situation nicht so viel belastet werden wie Mädchen. Wenn ein junges Mädchen 8.000 Euro pro Jahr leisten muss, wie kann sie sich das leisten? Durch Prostitution? Das frage ich mich. Das Gesetz, was das Gesetz beschrieben ist, ist für Menschen, die noch nie oder die nie die Situation erleben. Sie schreiben das, damit es auf andere bearbeitet wird. Sie werden das nie erleben. Das Gesetz schreiben die Menschen und mit dem Gesetz könnte man auch irgendwie ein bisschen gut umgehen. Das meine ich. Ich frage mich wirklich, wo ist die Rolle der Diagnose in dieser Situation? Sie sagten gerade, die Probleme sind uns bekannt. Klar sind sie uns bekannt, aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, dass die Gesetze oder das Gesetz, über das wir hier uns unterhalten und über das wir diskutieren, dass an dem Zustandekommen dieses Gesetzes auch politische Richtungen beteiligt waren, die Ausländer und ausländische Studenten nicht mit offenen Armen empfangen. Davon müssen Sie mal ausgehen. Das Gesetz ist 2005 gemacht worden, als es eine große Koalition in Berlin gab. Und dort sind Vorschriften hineingeschrieben worden, die immer noch den Zuzug, so hört sich das amtlich an und so ist es auch von Bedeutung, die immer noch den Zuzug von Ausländern in das Bundesgebiet begrenzen sollen. Ausfluss dieser Absichtserklärung sind leider die Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium zu bekommen. Das ist auf der einen Seite die Finanzierung und auf der anderen Seite die Tatsache, dass man immatrikuliert sein muss und sein Studium in angemessenem Zeitraum beendet haben muss. Der Begriff des angemessenen Zeitraums ist definiert durch die Rechtsprechung, die sagt, dass der Studienzeitpunkt angemessen dann ist oder noch angemessen ist, wenn er 3 Semester über den durchschnittlichen Studienstand der jeweiligen Hochschule. Einmal eine Verpflichtungserklärung und das zweite ist ein Sparbuch oder ein Sparbuch mit Sperrvermerk, ein Sperrvermerkskonto, so heißt es, in dem zugunsten der Behörde der Restbetrag von oberhalb 659 Euro jeden Monat gesperrt sind. Das sind die beiden offiziellen Finanzierungsgrundlagen für einen Studenten oder für eine Studierende, damit die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden kann. Intern eingeführt, das können wir, damit die Verwaltungsvorschriften lassen das zu, den Nachweis über die Finanzierung zu erbringen über einen Arbeitsvertrag und über ein daraus resultierendes Einkommen, was eine Prognose über mindestens mal 6 Monate zulässt. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern anders ist. Ich weiß auch, dass es in Berlin viel, viel leichter ist. Das hängt aber damit zusammen, dass in diesen anderen Bundesländern andere Verwaltungsvorschriften sind. Also das Gesetz ist das gleiche. Unterhalb des Gesetzes erlässt das jeweilige Ministerium, das wäre dann das Innenministerium, Verwaltungsvorschriften,
wie der Name schon sagt, binden diese Vorschriften die Verwaltung dieser Verwaltungsvorschriften. Die sind natürlich nachgemacht und dort steht in einigen, zum Beispiel in den Berliner Verwaltungsvorschriften, drin, dass Studenten, ausländische Studenten in Berlin vom ersten Semester an 5 Jahre Aufenthaltserlaubnis bekommen. Jetzt brechen Sie bitte nicht alle auf nach Berlin. Der Weg nach Gießen ist weit, das sind 500 Kilometer lang, die über hier in Berlin ist es sehr unübersichtlich. Gießen hat auch seine Vorteile, wenn es nicht gerade in der Außenbehörde ist. Das, was wir in der Außenbehörde ändern können, sind nicht die gesetzlichen Vorschriften. Wir weisen darauf hin, dass es Gegensätze gibt, die zu den heutigen Erfordernissen nicht mehr passen, nämlich die Universitäten und Hochschulen führen, ausländische Studenten weitestgehend zu öffnen. Ich brauche die Argumentation nicht zu erklären, die ist mir noch nicht bekannt. Und auf der anderen Seite haben wir die zu erfüllenden Voraussetzungen, die manchmal oder sehr oft für viele zu hoch sind. Das, was wir ändern können, ist, dass wir im Rahmen einer interkulturellen Fortbildung, im Rahmen von Sprachkursen und im Rahmen von Mitarbeiterschulen uns fit machen, dafür zu erkennen, welche Probleme die Leute haben, die zu uns kommen. Wir versuchen, die Räumlichkeiten zu verändern, wir versuchen, die Wartesituation so erträglich wie möglich zu machen, wir versuchen organisatorisch das eine oder andere zu verändern und sind dort in dauerndem Fluss und auch in dauernder Diskussion. Nur im Moment ist es nun mal leider so, dass durch diese hohe Zahl von Flüchtlingen diese ganzen organisatorischen Maßnahmen überhaupt nicht greifen. Wir haben im Moment, und dafür will ich das gleich nutzen, um etwas um Verständnis zu bitten, Berge von Arbeit liegen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann und wie wir diese Berge abbauen, weil zusätzliches Personal nicht in Sicht ist. Die Stadt Gießen ist eine Stadt, die nicht nur kein Geld hat, sondern ganz viele Schulden hat. Und die Aufsichtsbehörde, das ist der Regierungspräsident, sagt, du darfst, also du Stadt Gießen, darfst keine neuen Stellen schaffen. Und damit wird sich bei uns personell keine Erweiterungsmöglichkeiten ergeben, sodass dieser Berg von Arbeit, den wir jetzt liegen haben, der wird immer noch größer. Und ich bitte auch, oder ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, da ein bisschen um Verständnis zu bitten, dass die Situation im Wartebereich, die Dauer der Entscheidungen und da wird es noch in einigen Monaten noch viel, viel länger dauern. Danke. Gerne so ein bisschen erklären, was wir mit der Integrationsbüro anbieten, beziehungsweise ich im Moment. Die Integrationsbeauftragte ist leider seit 2-3 Jahren erkrankt und ich bin seit eineinhalb Jahren im Integrationsbüro und kann Ihnen ungefähr einen Einblick geben, was wir so als Angebote haben. Für die Studierenden, für die ausländischen Studierenden kann ich Ihnen gerne meine offene Sprechstunde anbieten, immer dienstags von 14 bis 17 Uhr. Da können Sie gerne vorbeikommen, ohne einen Termin gemacht zu haben, oder Sie vereinbaren vorher mit mir einen Termin, ob das jetzt Fragen sind zum Studium oder ob das jetzt Fragen sind bezüglich Visum. Wir können das gerne nochmal mit mir durchgehen und besprechen, ob Fragen da sind, ob alles klar ist, ob Sie alles verstanden haben, was in der Ausländerbehörde gesagt worden ist oder wo Sie vielleicht noch Hilfe benötigen. Da arbeiten wir auch zusammen mit der DHL oder auch die Diskussion hier in der Universität, je nachdem, wo die Studierenden herkommen oder wo die studieren. Und das andere Angebot als Verein, was wir als Integrationsbüro machen, wir arbeiten sehr eng mit allen Migrantenvereinen in Gießen. Es gibt ja ungefähr 150 Menschen aus unterschiedlichen Nationen in Gießen und wir sind sozusagen auch Kooperations- und Ansprechpartner für diese. Das heißt, wenn sie Veranstaltungen machen oder andere kulturelle Feste, da können Sie mich auch gerne ansprechen und da werden wir auch irgendwie zusammenarbeiten. So, das von meiner Seite. Genau das machen, was ich gemacht habe. Ich habe auch versucht, mich zu integrieren. Ich bin auch vor 8 Jahren nach Deutschland gekommen, habe meinen Deutschkurs gemacht, Studienkolleg gemacht und mein Studium. Ich befinde mich immer noch im Studium, im Masterstudium und arbeite meine Tätigkeit nebenbei als Nebenjob. Und werde versuchen, durch meine Erfahrung zu helfen. Okay. Ich würde uns vielleicht noch ein paar Tipps geben, die wir machen. Natürlich wird er sagen, lernen, lernen, lernen. Das kann ich nicht sagen.
von vielleicht ja noch mal Tip of the Cocktail, die wir von allen Dingen drumherum diese Probleme der Aufenthalt hier in Deutschland lösen. Ja, wie gesagt, wie ich schon vorher sagte und wie auch Menschen das nochmal bestätigt hat, das ist ein Teil, was in einer Zwickmühle, unter der sie dann zu leiden haben. Und ich weiß auch, dass Professorinnen und Professoren das Studium ganz anders sehen und Anforderungen an sich stellen, die sehr hoch sind, weil wir, wie soll ich mal sagen, als Professor das Ausländerrecht überhaupt nicht kennen und das für uns auch überhaupt keine Rolle spielt. Und für uns spielt, das ist ganz, eigentlich ganz wichtig, dass wir darüber etwas lernen, weil wir davon ausgehen, wer nach Deutschland kommt, um zu studieren, der möchte hier schnell und gut studieren, der möchte ein guter Ingenieur oder Informatiker oder auch einen anderen Studiengang machen. Und dem ist natürlich klar, wie das hier in Deutschland abläuft, der will sich hier in die Gesellschaft integrieren. Und er hat nichts anderes als das Studium im Sinn. Für viele Lehrende, für viele Professoren ist es ganz schwierig, ihre Situation zu verstehen. Dazu muss man mal in Kamerun oder in Afrika gewesen sein, um überhaupt zu verstehen, wie ihre Lage ist, wie ihre Situation ist, wie es ist, wenn man am Goethe-Institut Deutsch gelernt hat und dann auf einmal hier in Frankfurt am Flughafen ankommt und in eine Stadt wie Gießen ankommt, was das heißt und vor allen Dingen, was es bedeutet, in einer Drucksituation zu stehen, nach 3 Monaten das erste Mal zur Ausländerbehörde zu gehen, nach einem Jahr wieder zu einer Ausländerbehörde zu gehen und dort vorzuweisen, was man an Leistung gemacht hat. Wenn ich höre, dass ein Studierender nach einem Jahr 30 Credits hat, dann sage ich, super. Okay. Dann ist das für mich in keiner Weise irgendwie beunruhigend oder in irgendeiner Weise ein Zeichen dafür, dass die Studentin oder der Student hier nicht richtig studiert hat, sondern im Gegenteil sagt, ach ja, das ist ja schon mal ganz gut, da habe ich schon mal was gemacht. Ja. Und dass es bei der Ausländerbehörde ganz anders ankommt, dass dort ganz andere Regelungen sind oder ganz andere Mechanismen greifen, das weiß ich ja gar nicht. Ist mir aber auch eigentlich dann ja egal, ja, weil irgendwie muss man sich ja schon das Studium durchschlagen. Haben wir ja alle gemacht, ja. Wir alle hatten ja schlaflose Nächte im Studium. Und ich sage ja auch, also wer in seiner Master- oder Bachelorarbeit nicht mehr so schlaflose Nächte hat und ein paar Tränen vergießt, da ist die Leistungsanforderung nicht stark genug gewesen. Ja? Also es ist ja schon so, dass wir viel, wirklich viel verlangen und es auch als normal ansehen, wenn man an seine Grenzen kommt. Nur es sind verschiedene Dinge, ob man durch das Studium und die Studienleistung an die Grenzen kommt oder durch eine Zwickmühle zwischen Aufenthaltsrecht, zwischen Finanzierung, zwischen dem Problem, dass es hier bei uns im Winter schneit und wir sehr lange Zeit keine Sonne haben und dass die Familie weit weg ist. Ja, das sind alles Dinge, die für ihr Leben entscheidend sind und dann zu zusätzlichen Schwierigkeiten führen. Und ich erlebe es, und das ist für mich wirklich ein, für mich selbst ein Problem, ich erlebe es, wie viele internationale Studierende und dann insbesondere die kamerunischen Studierenden in zunehmender Studienzeit immer mehr in psychische Probleme hineinkommen, die dann dazu führen, dass sie einfach auch mit ihrer Zeitplanung nicht mehr hinkommen. Dass vieles auf den letzten Drücker gemacht wird, auf die letzte Minute. Ja, dass es dann heißt, dass Schwierigkeiten absehbar sind, aber auch sie dann erst auftauchen, wenn praktisch das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und wir dann in letzter Sekunde versuchen, noch irgendwelche Rettungsmaßnahmen zu machen. Das baut sich, die Probleme bauen sich gegenseitig auf und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir viele solcher Gespräche führen, um von vornherein auch Vertrauen zu haben, um zu sagen, ja, wir kümmern uns schon 3 Monate vorher drum und nicht erst am letzten. Wenn schon 5 Briefe geschrieben sind, die irgendwo vergessen wurden und irgendwo in einer Schublade liegen geblieben sind und nicht beantwortet sind. Das, da müssen wir gegenseitig voneinander lernen und den Umgang miteinander lernen. Und die Professorinnen und Professoren mehr sensibilisieren. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, dafür haben wir das Promi-Projekt angestartet, aber das ist auch ein langer Weg.
das in die Köpfe hineinzubekommen. Und ja, aber ich glaube, dass das uns in den nächsten Jahren gelingen wird. Gießen ist eine Flüchtlingsstadt. Schon seit dem Zweiten Weltkrieg sind hier sehr viele Menschen als Flüchtlinge durchgegangen. Eigentlich ist diese Stadt genau die richtige Stadt, um hier Menschen aufzunehmen. Meine Mutter ist jetzt vor genau 60 Jahren hier in Gießen als Flüchtling angekommen. Also ich kenne diese Stadt auch aus der eigenen Geschichte als Flüchtlingsstadt. Und dem gerecht zu werden, ja, bei der schwierigen finanziellen Situation, Gießen ist eine der Städte, die meisten Menschen, die hier in Deutschland ankommen, durchgehen, ja, um da eine gemeinsame Lösung zu finden, braucht es gegenseitiges Vertrauen und auch manchmal auch ihre Geduld. Auch wenn ich weiß, wie schwer es ist, wir auf unserer Seite und auch die Ausländerbehörde brauchen auch ihre Geduld. So seltsam sich das für sie manchmal anhören mag. Und wie wir dem zunehmenden psychischen Druck begegnen, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir sicher gehen, um da Entlastung schaffen zu können. Dass nicht ein Student nach Wochen irgendwo auf der Straße gefunden wird, weil er einfach mit seiner Situation nicht mehr umgehen kann. Das alles erleben auch Studierende, die aus Deutschland kommen. Nur sie sind viel näher an ihren Familien und können viel besser aufgefangen werden. Oder wenn sie abbrechen, ist es nicht so ein Problem. Also es ist nicht so, dass die Probleme, die sie haben, nur sie betreffen. Sie haben andere Studierende auch die psychischen Probleme. Nur haben sie nicht diese krassen Auswirkungen. Es ist nicht so, wie eben in dem Theaterstück vorgetragen, dass die Ausländerbehörde bereits nach dem ersten Jahr Aufenthalt nach dem Wirtschaftsplatz fragt, sondern wir fragen erst dann, wann es zum Bachelor geht, 6., 8. Semester. Ja, das Zweite ist, Herr Professor Schumann, das, was Sie gesagt haben, ist sehr, sehr wichtig, und dass man also nicht bis auf den letzten Moment wartet. Und wir haben seit Jahren einige Mechanismen entwickelt, um das zu verhindern. Und zwar haben wir einen runden Tisch gemeinsam mit der JMU, der TTIN und anderen Organisationen, zu schaffen, versuchen ein Netzwerk zu schaffen, unter anderem auch um diese Drucksituation abzubauen. Das muss weiterlaufen, das muss erweitert werden, das heißt die Zusammenarbeit der Behörde mit JMU und TAN. Das ist sehr, sehr wichtig, um dann irgendwann auch in die Situation zu kommen, Einzelfälle zu lösen, bevor sie denn so weit sind, ausnutzen muss. Ja, das ist der Punkt. Behörde, und das ist meine Aufgabe als Leiter der Behörde, über die Arbeit und über die Rechtsgrundlagen zu berichten, dann mache ich das gerne. Nur wenn ich nicht eingeladen werde, muss ich nicht kommen, komme ich auch nicht. Richtig. Vielen Dank. Wenn ich dazu mit planen und wenn wir Sie brauchen, brauchen wir Sie einzuladen. Wenn ich gesund bin, komme ich. Ja, das ist so. Wir machen können. Unsere Arbeit ist ja wirklich mehr auf der Metaebene. Ja, wir gucken, wie können wir die Organisation weiterentwickeln und auch das Personal in der Hochschule weiterentwickeln und eben zum Beispiel solche Formate anbieten. Es gab schon mal einen Workshop zum Aufenthaltsrecht für Studierende. Es gab einen Workshop zum Aufenthaltsrecht, wo auch eben alle Beschäftigten eingeladen wurden. Und wir versuchen einfach auch Aufmerksamkeit für die Situation internationaler Studierender herzustellen und aber auch dann in Richtung politische Forderungen das weiterzutreiben, weil was Herr Metiger auch sagte, ja, es gibt bestimmte Regierungen, die haben eine bestimmte Richtung und dann entsprechend fallen die Gesetze aus. Ja. Es gibt, was ich gerade heute gelernt habe, Länderverwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz. Ich dachte immer, es gibt nur die Bundesvorschriften. Ach, es gibt noch viel mehr Vorschriften. Es gibt noch viel mehr, da kriege ich dann eh nicht mehr durch. Aber das ist ja einfach eine Sache, wo auch wir dann die Hochschule wieder für sensibilisieren. So, hier gibt es diese Probleme. Jetzt müssen wir als Hochschule, wenn wir unsere Studierenden, unsere internationalen Studierenden zum Erfolg führen wollen, politisch aktiv werden und bestimmte Forderungen stellen. Und es gibt eine Konferenz hessischer Fachhochschulen, es gibt eine Hochschulrektorenkonferenz
Und da können wir dafür sorgen, dass bestimmte Themen eingespeist werden. Wir werden das Gesetz nicht ändern, aber wir können dazu mobilisieren oder Sachen liefern, die vielleicht dann zu einer Änderung beitragen. Da haben wir alle wahrscheinlich nicht direkt was von, weil sowas dauert Jahre. Ja? Aber das ist einfach wichtig, dass wir im Gespräch sind, damit wir einfach ihre Situation auch kennen. Und was ich auch immer wieder merke, ist, was Sie schildern als kamerunische Community, kenne ich auch aus anderen Studierenden-Communities. Verbinden Sie sich, werden Sie aktiv. JLU hat einen Verein ausländischer Studierender, eine Verbindung innerhalb der JLU. Machen Sie sowas auch an der THN. Wer ist von Ihnen im AStA aktiv? Wer ist in einer Fachschaft aktiv? Das sind Dinge, wo Sie als Studierende direkt für Ihre Situation selbst aktiv werden können, für sich einstehen können. Und ein AStA ist mächtig. Ja? Ein AStA oder das Studierendenparlament sitzt mit im Senat, können Sie am 14. Oktober einen Präsidenten mitwählen, wenn Sie da drin sitzen. Ja? Das sind einfach Dinge, da können Sie selbst auch sich zeigen und für Ihre Sachen auch nochmal einstehen. Oder das Referat für internationale Studierende, oder das Referat für Internationales, heißt es mal beim AStA, habe ich noch nie gesehen, dass ein internationaler Studierender diesen Posten besetzt. Ja, das sind Sachen, da möchte ich Sie ermutigen, werden Sie da auch aktiv. Und, oder auch im Ausländerbeirat. Ja? Also das ist einfach ein Gremium, das ist für alle offen, da wird jetzt neu gewählt, da können Sie sich reinwählen lassen, da können Sie mitwählen. Das ist das politische Gremium für Leute, die keinen deutschen Pass haben. Und die Ausländerbeiräte werden ja auch wieder politisch aktiv und machen Eingaben bei der Regierung für Gesetzesänderungen und so weiter und so fort. Ich möchte Sie da ermuntern. Schließen Sie sich zusammen und gehen Sie auch in diese Richtung. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten so viel wie möglich zu machen. Und ich finde es auch schön, dass wir hier zusammen auf dem Podium sitzen, Herr Mähnchen. Und wir jetzt, ne, es könnte ja sein, dass Herr Mähnchen sagt, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Ich möchte mich nicht beschimpfen lassen, weil Ausländerbehörde ja immer erstmal als negativ empfunden wird. Ja. Also das ist das, was ich... Bitte? Nein, ich nicht. Nein, ich sowieso nicht, weil ich sehe auch die andere Seite. Ich sehe auch die gute Zusammenarbeit, die es gibt. Oder in letzter Minute, weil wieder jemand in das Moment gekommen ist, dann doch noch schnell eine Stellungnahme rübergeschickt wird, obwohl die Kollegin eigentlich schon Feierabend hat. Ja? Also das sehe ich durchaus auch. Aber ich war selbst auch im Ausland als Studentin für ein Jahr und ich habe auch im Ausland gearbeitet und mir sind diese Situation, diese Konfrontation mit Behörden im Ausland, wie Herr Schumann auch eingangs schon sagte, das ist mir sehr präsent, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Ja, und ich hatte keine schlimme Situation, aber ich hatte eine gefakte Verpflichtungserklärung, also kann ich ja jetzt sagen, ist vergeht. Ja, also es war schon so ein Unwohlsein verbunden. Was gemacht werden kann bezüglich des Geschwitz. Ja, also man kann das Gesetz auch ändern, so wie ich es verstanden habe. Aber nur, es ist ein langen Weg. Wieder Parteien wenden. Ja. Und zu besprechen. Einmal mit Abgeordneten, die diskutieren und die Abgeordneten sind dann konzentriert und dann sagen, okay, die Studenten sind so. Ich muss noch gerade dazu sagen, die Studierenden wissen nicht, wie groß ihr Einfluss ist. Ich kenne kein Hochschulpräsidium, was auf die direkte Intervention von Studierenden nicht reagiert. Es gibt einzelne Studierende, die Briefe an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst schreiben, wo wir direkt über das Ministerium angefragt werden, was denn dort los ist, was es denn da für Probleme gibt. Der Einfluss der Studierenden ist viel größer, als sie es wahrnehmen. Sie sind aber, und das trifft nicht nur die kantonischen Studierenden, sondern fast alle, sehr unpolitisch. Sie haben an der THN haben wir 350 Studierende aus Kamerun. Wenn Sie es wollen, können Sie problemlos bei der nächsten Senatswahl einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete aus Kamerun in den Senat hineinbekommen. Das ist überhaupt kein Problem für Sie. Ja? Nur Sie müssen es wollen und diese Person muss dann auch da sein. Und sie wird Gehör finden. Und das ist der beste Weg, um die Ausländerbehörde zu unterstützen und in Wiesbaden dafür zu sorgen, dass Verwaltungsregeln geändert werden. Also
Gesetze, die wir umzusetzen haben, werden in Berlin gemacht. Das Ausländergesetz oder Aufenthaltsgesetz ist ein Bundesgesetz, beschlossen vom Bundestag in Berlin. Wir haben hier in Gießen das Glück, dass der Gießener Bundestagsabgeordnete, Herr Veit, Vorsitzender in dem Ausschuss für Migration, Integration, ich weiß jetzt den Namen nicht, ist. Wenn Sie den zu einer der nächsten Veranstaltungen, das würde ich dann anregen, oh, jetzt mit ihm gesprochen zu haben, und wenn er böse auf mich ist, dann kann ich es auch nicht ändern. Wenn Sie eine Veranstaltung planen, laden den ein und erklären ihm Ihre Situation und bitten ihn bei einer der nächsten Gelegenheiten oder vielleicht sogar eine Gelegenheit einzubringen, um diesen Bericht, den Sie über diese Berichte, die Sie ihm dann geben, in Berlin an entscheidender Stelle vorzutragen, dann würde ich doch einiges davon berechnen, dass dort wenigstens mal jemand Ihnen zuhört oder den Herrn Veit zuhört und dass dann bei der nächsten Diskussion über ein neues Gesetz, und das kommt, es steht ja auf der Agenda ein Einwanderungsgesetz, dass das dann möglicherweise auch in Ihrem Sinn geändert wird. Als Vorstandsvorsitzender von Telefon bin ich auch an der THM im Gleichstellungsbüro tätig und wir veranstalten jedes Semester mindestens 2 Veranstaltungen, allein nur für Studentinnen, auch für Studierende mit Kind. Und leider habe ich noch bei keinem unserer Treffen die Möglichkeit gehabt, einen von Ihnen kennenzulernen. Und ich appelliere nochmal an die Frauen hier in diesem Saal, kommen Sie zu unseren Vernetzungstreffen, vernetzen Sie sich mit anderen Studierenden, die ähnlichen Probleme haben wie Sie. Wir bieten den Raum dafür, Sie müssen aber die Grundlage letzten Endes schaffen und bereit sein, sich zu vernetzen. Also gerade für die Studentinnen hier unter uns, beziehungsweise die Studierenden mit Kind, nehmen Sie unsere Angebote wahr. Wir haben sie, wir haben das Geld dafür und den Raum dafür. Also wie gesagt, ich arbeite im International Office. International Office hat die Aufgabe, sich um die ankommende Studierende zu kümmern, das sind alle, die aus dem Ausland zu uns kommen, und auf der anderen Seite um die Studierende der THM, die ins Ausland wollen. Ja, sie sehen, wenn sie bei uns studieren, können sie auch einen Auslandsaufenthalt machen. Und der dritte Teil, das ist, was Frau Zalinki vorgestellt hat. Jetzt, was meinen Arbeitsbereich betrifft, vielleicht kenne ich auch schon ein paar von Ihnen, und das ist auch während der Immatrikulation. Sie haben als erstes Kontakt mit uns, mit der THM, wenn Sie Ihre Bewerbung für das Studium machen, wenn Sie sich über Omni Assist bewerben und dann sozusagen eine Zusage oder Nachricht bekommen, dass Ihre Unterlagen vollständig sind, dann wird das an uns weitergeleitet. Da haben Sie als erstes Kontakt mit Frau Michel, die auch hier heute Abend ist, und sie sagt Ihnen, ob Sie vielleicht den Kurs erstmal, den Deutschkurs besuchen. Da haben wir eine Kooperation mit der JLU, dort können Sie die Sprache bis zu DSH, bis zu Prüfung halt lernen. Danach sozusagen haben Sie die Prüfung bestanden, dann kommen Sie zu uns zur Immatrikulation, und das ist, was wir auf uns aussagen, dass wir das auch persönlich machen. Sie kommen zu uns, Sie sprechen mit Frau Michel, Sie werden dort eingeschrieben. Nach der Anschreibung bitten wir Sie, noch 2-3 Stellen sozusagen zu laufen, und das ist einmal das Weinprogramm. Wir stellen Ihnen vor, was wir für Sie, ich habe auch ein paar Flyer da hinten gestellt, was wir für Sie bereithalten. Dieses Weinprogramm bestellt auch 2 Gruppen sozusagen, einmal die Oldies, das sind die Studierenden, die hier in einer THM schon studieren, alle möglichen Studierenden, die im 2., 3., 4. Semester sind. Und auf der anderen Seite die neuen Ankommende, das heißt die, die jetzt zum ersten Semester anfangen. Wir bilden Teams, und das heißt ein Buddy-Team. In diesem Team haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn der Buddy auch im gleichen Fachbereich ist, einfach zu fragen, wie sieht es aus mit dem Vorlesungsverzeichnis, oder wie soll ich mich anmelden für die Vorlesungen, oder zum Beispiel, welche Professoren muss ich wie was beachten. Ne? Das sind die Insider-Tipps sozusagen, die Sie von diesem Buddy bekommen. Dieses Programm hat aber ein Rahmenprogramm, und das sind Diskussionen, die wir für Sie anbieten. Das heißt, Sie können mal ein bisschen die Umgebung kennenlernen, Marburg, Wetzlar, auch hier in Gießen vielleicht. Es werden auch andere Angebote gemacht, die für Sie kostenfrei sind. Und das ist, damit vielleicht der Eingang, der Anruf sozusagen erleichtert wird. Ne, dass Sie jemanden wirklich vielleicht während eines Semesters haben, die Sie auch mit begleiten. Es ist natürlich Zeit,
Sie müssen natürlich auch Zeit haben, diese Person zu treffen. Die andere Person muss auch eine gewisse Zeit haben, um sich zu treffen, aber Sie können selber entscheiden. Und das ist, wo wir meinen, dass Sie auch viel davon haben, dass beide Personen viel davon haben. Sie können über ihre Kultur, über ihre Sprache, über ihre Lebensweise erzählen, auch wie Sie das empfinden. Und so können Sie auch der anderen Person, muss auch nicht unbedingt ein Deutscher sein, aber der andere Person auch mal austauschen und erfahren, okay, wie war es bei dir, als du angefangen hast, wo kann man zum Beispiel einen Nebenjob finden oder welche Professoren sind netter und nicht so ganz nett, so man muss ein bisschen mehr aufpassen vielleicht. Also das kann man so ein bisschen mitkriegen, wie das ist und besser natürlich von dem Studierenden ist. Ja? Die zweite Stelle oder die zweite Step, die wir anbieten, ist die Betreuung. Das heißt, ich stelle mich vor und sage, was Ihnen anbietet. Natürlich anbieten, wir haben jetzt keine fertigen Sachen, die wir Ihnen geben können, aber was wir Ihnen anbieten ist, wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie vielleicht doch einen Brief bekommen haben und den dann aber rechtzeitig doch gelesen haben, kommen Sie zu uns. Und wenn Sie da Fragen haben, können wir natürlich helfen. Wie Herr Menche schon sagte, es gibt einen runden Tisch, da sitzen wir zusammen und versuchen, also es werden jetzt keine Namen genannt oder so, sondern einfach Probleme oder Schwierigkeiten oder Anfragen und so weiter. Das heißt, wir sind wirklich im Gespräch. Es ist eine, glaube ich, sehr positive Sache für alle Beteiligten, dass wir dort auch miteinander sprechen können, dass wir auch wirklich die Wege sind kurz. Wir brauchen nicht monatelang einen Brief zu schreiben und irgendwie mit Aufnahme in Kontakt zu treten, sondern wir können direkt. Diesen Kontakt hat natürlich Frau Michel direkt mit Herrn Menche und deswegen, das sagen wir natürlich immer, wenn Sie einen Brief bekommen, kommen Sie zu uns, weil man kann viele Sachen vielleicht mal erklären, lösen, man kann eine Meldestelle anfragen, aber wenn der Brief gestern wirklich erst gelesen wurde und der Termin schon morgen ist, ist natürlich kritisch. Ja, es ist sehr wichtig, es gibt nun mal Öffnungszeiten, es gibt nun mal Feiertage, es gibt nun mal, ja, das ist so. Ich meine, Sie kennen das auch bestimmt von zu Hause und deswegen, ja, wir versuchen aber da wirklich einen Weg zu finden. Die nächste Stelle, und das haben wir auch seit ein paar Semestern, das bitten wir, das ist BG International. Dort werden wir Ihnen unterstützen, eine Unterkunft zu suchen. Ja, wir haben keine Wohnung frei, wir haben keine Zimmer zur Verfügung, aber wir wissen, und das ist uns auch schon also von Erfahrung her, dass Studenten zu Anschreiben zu uns kommen und den Koffer haben, ja, den Koffer dabei haben und sagen so, jetzt bin ich Student bei euch an der THM, wo kann ich wohnen? So, das ist natürlich sehr kritisch. Das wollen wir natürlich nicht. Wir informieren schon mit der Zulassung eigentlich, wie man hier in Gießen eine Unterkunft sucht. Es gibt das Studentenwerk, die diese Wohnheime anbietet. Es gibt auch natürlich private Anbieter. Es gibt auch private Wohnheime zum Beispiel. Man muss einfach schauen, rechtzeitig sich zu bewerben. Aber wie gesagt, wenn es mal der Fall ist, dass man erstmal, wie Sie schön geschildert haben, erstmal die ersten Wochen, ersten Monate bei einem Cousin, Freund, wie auch immer Bekannte gewohnt hat und dann sich aber entscheidet, jetzt muss ich aber meine eigene Wohnzimmer haben, können wir ihn unterstützen. Es gibt den Begriff BG, das ist Wohngemeinschaft, das ist auch nicht immer üblich in allen Ländern und auch nicht für alle Studierende. Deswegen können wir da auch unterstützen. Wir begleiten Sie, wenn Sie so möchten, auch zu einer Besichtigung. Das heißt, vielleicht können wir ein bisschen den Kontakt zu den Vermietern herstellen. Die rufen da an, wir machen Termine für Sie. Es ist wichtig, dass Sie auch wissen, wir suchen mit Ihnen zusammen. Wir suchen nicht für Sie so allein, weil es gibt natürlich viele Studierende, die das machen, die das suchen, sondern mit Ihnen versuchen wir was zu finden. Auch auf der anderen Seite, okay, wie funktioniert überhaupt der Online-Bewerbung, zum Beispiel beim Studentenwerk, oder wir haben natürlich immer die Anfrage, ja, es dauert immer so lange, ich bin in der Warteliste. Ja, es ist tatsächlich so, natürlich, bei 35.000 Studierende, wobei vielleicht nur eine gewisse Prozent in Wohnheimen wohnt und nur 2.700 Plätze in Wohnheimen zur Verfügung stehen, ist natürlich die Konkurrenz sehr groß. Preis das Gleiche, wir versuchen da Sie zu unterstützen. Und das ist, was wir anbieten. Das ist, was wir am Anfang sozusagen, wenn Sie noch gar nicht angefangen haben zu studieren, als International Office anbieten.
Wir haben natürlich auch überlegt, es gibt auch danach noch ein paar andere Sachen, die würde ich auch noch gerne erwähnen. Und es ist, wir bieten im Laufe des Semesters eine Veranstaltung zur rechtlichen Lage, auch mal einfach einen groben Überblick, wie lange kann ich arbeiten, kann ich überhaupt im THM zum Beispiel oder im hochschulnahen Tätigkeiten und so weiter. Also was man zur rechtlichen Lage vielleicht sagen kann für diejenigen, die wirklich neu in Gießen sind. Wichtig ist natürlich, dass Sie auch zu diesen Veranstaltungen kommen, für meine Dinge für Sie. Ne? Was wir auch anbieten, das ist im Laufe des Studiums, dass wir Ihnen auch zum Beispiel das Auslandssemester auch ermöglichen, dass Sie wissen, Sie können auch im Ausland ein Semester machen. Okay. Oder bitte? Nee, ich sage okay, dass ich das als ausländischer Student auch ein Auslandssemester für alles machen könnte. Das ist nicht zum Beispiel. Genau, das war früher anders. Also, das ist auch wieder vorher gelandet. Genau, das war früher anders, aber ausländische Studierende können heutzutage auch am Erasmus-Programm teilnehmen. Ne? Das heißt, sie sind eingeschrieben an einer deutschen Hochschule und deswegen können sie auch im Ausland studieren. Das ist auch wiederum eine Erfahrung, die sie machen können, die Zeit, die sie hier bei uns studieren. Dann haben wir natürlich das Praktikum, das wir vielleicht machen. Wir haben das ICC, das International Career Center, in diesem Semester mit verschiedenen Veranstaltungen. Wir versuchen Sie dabei zu unterstützen, zum Beispiel, wie soll ich meine Bewerbung machen. Das ist zwar für Ende des Studiums gedacht, aber auch wichtig, wenn Sie sich für einen Praktikumsplatz bewerben. Ja, dass Sie wissen, okay, was wird hier in Deutschland verlangt. Es ist nun mal so, dass jedes Land wirklich ihre eigene Art der Bewerbung hat. Und es ist wichtig zu erfahren, okay, wie muss ich meinen Lebenslauf schreiben? Der muss auf jeden Fall nochmal korrigiert werden. Ich muss einen guten Eindruck von mir geben. Und das Erste, was die sehen, ist nicht mich und mein Gesicht und wie nett und gut und fähig ich bin, sondern die sehen erstmal mein Bild. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was muss ich daran schreiben? Und so mit verschiedenen Veranstaltungen versuchen wir, sie dazu zu bewegen, auch hier weiterhin Arbeitserfahrung nach dem Studium zu sammeln. Natürlich haben wir auch Masterprogramme und ja, das wäre ungefähr, glaube ich. Ja, an einem Handlungskonzept Integration arbeite und da wurden unterschiedliche Themen bearbeitet und eins davon ist auch ausländische Studierende und zum Glück bin ich auch dabei und kann auch direkt berichten, was es da für Problemfelder gibt und was es vielleicht für Empfehlungen notwendig sind. Wir haben zahlreiche Empfehlungen, die im nächsten oder nächsten paar Jahren jetzt stattfinden sollen. Und im nächsten Jahr wird wahrscheinlich auch eine Veranstaltung stattfinden für die Studierende, die sich interessieren, auch hier in Deutschland zu bleiben. Das heißt, dieser Übergang Studium Beruf, weil auch nicht ganz einfach ist, ja, hier dauerhaft zu bleiben, wo wir wahrscheinlich besuchen werden, zusammen mit der DHM-Uni Gießen, Ausländerbehörde und Arbeitsagentur, einen Weg zu finden, dass die Arbeitgeber auch mehr darüber Bescheid wissen, wie es den ausländischen Studierenden geht und was dabei alles beachtet werden muss. Und nochmal darauf aufmerksam zu machen, falls Sie Unterstützung brauchen, können Sie mich gerne aufsuchen. Wo sitzen Sie nochmal bitte? Also im Rathaus, auch durch diese Tür. auch durch die Zwingtür, okay. Im Erdgeschoss gegenüber aus der Behörde. Ich habe vorhin sehr wohl gehört, auch was Herr Tomlinger gesagt hat, dass es, oder auch Herr Schumann meinte, es gibt zunehmend psychosoziale oder psychische Probleme auch. Das möchte ich einfach Ihnen mitteilen, das hören wir. Ja, und die Hochschule hat leider zum Beispiel auch keine psychosoziale Beratung, wie das andere Hochschulen haben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt in Anspruch genommen würde. Aber das ist ein Thema, was wir durchaus weiter mit im Blick haben. Dass da einfach Unterstützung auch geschaffen werden kann, auch in Krisensituationen. Damit es nicht nur bei Ihnen alleine liegt, sondern die Hochschule da auch Verantwortung übernimmt. Und das andere,
was strukturell, wo wir denken, wo wirklich Bedarf ist, was geändert werden müsste, ist, dass es nochmal ein Fachsprachangebot für Deutsch gibt, weil wir doch feststellen, dass im ersten Jahr deutsche Sprache für viele internationale Studierende noch ein Problem ist. Uns ist zumindest auch von den Internationalen gespiegelt wird. Und das sind einfach Dinge, dass das schreiben wir Projektanträge und manchmal sind wir erfolgreich und manchmal sind wir nicht erfolgreich. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, dann versuchen wir es wieder. So. Und wir haben alle gehört und verstanden, dass es besteht, dass es eine Änderung besteht. Nur indem wir politisch so engagiert sind. Das heißt, ohne politische Engagement besteht keine Änderung. Das heißt, eine Änderung besteht. Und jetzt, ich würde mich gerne an den Mensch wenden. Wenn eine Änderung besteht, nur mit diesem politischen Engagement, dieses politische Engagement muss stark sein. Bis dieses politische Engagement kommt, wird eine kleine Erleichterung. Aber ganz ehrlich, und ich würde sagen, ich habe mit dem Herrn Mensch noch Kontakt gehabt, also nur gehört. Und was ich gehört habe, reflektiert überhaupt nicht den Themen, die heute unter uns ist. Ich würde mir mal vorstellen, wie der meine Akte so in Ostengemeinde so gelandet wird. Sie haben mir ein paar Sachen besprochen, wie zum Beispiel der Blitzarbeiterschule. Denn wir schon einmal über die Professor-Sensibilisation gesprochen. Die Frau Kautsky hat über eine Mobilisation und ein politisches Engagement gesprochen. Das geht wirklich in die gleiche Richtung. Nun, wenn wir in den Ausdrücken der Gemeinde sind, werden wir so behandelt von der Mitarbeiter, als wollten sie nicht von uns. Bitte für dieses Verhalten nochmal ein paar Worte im Geschäft nochmal erklären. Und noch habe ich eine nächste Frage. So wie ich weiß, muss ein Student, wenn der ein Bachelor-Studiengang Abschluss studiert und hat er mindestens 10 Jahre. Nein, für alles 10 Jahre. Aber? Bevor wir da auf die Frage zu stößen, die Frage behalten wir uns, der Herr Mensch wird auch dann anfangen. Es besteht irgendwie 10 Jahre zum Studieren. Aber komischerweise, schon ab dem vierten, fünften, sechsten Semester bei manchen Studierenden werden sie nach so vielen Sachen gefragt. Und manche bekommen 3 Monate aufenthaltete Verlängerung. Und noch, es geht noch bis eine Woche, 15 Tage, ja, bitte warten Sie nicht, eine Woche, 15 Tage. Und manchmal auch 10 Tage. Wie kann sich ein Student mit 15 Tagen ein Sperrkonto leisten? Mit 15 Tagen so viele Informationen oder Dokumente sammeln? Wir sind da auf jeden Fall zum Studieren. Mit 3 Monaten zum Beispiel, ich stelle mir mal vor, ein Student hat vielleicht den Ferienjob. Und er hat 3 Monate auf einer Fixierungsbescheinigung. Dadurch kann er nicht arbeiten. Da ist noch ein anderer Stress. Bitte, wie kommen wir überhaupt auf? Also, was die 10-Jahresfrist angeht, ist das ein Irrglaube.
zu denken, man hat als ausländischer Student automatisch 10 Jahre Zeit zum Studium. Es ist nicht so, dass 2011 eingereist ist, in 2021 fertig sein muss. Er muss sein Studium so absolvieren, dass er über diesen 3 Semester Migrationszuschlag nicht darüber hinausgeht. In jedem Stand des Studiums. Ja. Die 10 Jahresfrist ist dann maßgeblich, wenn man beispielsweise ein Studienfach wechselt nach dem 3. Semester, dann müssen Sie innerhalb 10 Jahre mit dem 2. Studium fertig sein. Das ist die 10 Jahresfrist. Also nochmal, es gibt keine generelle Erlaubnis, 10 Jahre in Deutschland zu studieren. 10 Jahresfrist ist entscheidend, beispielsweise beim Studienfachwechsel. Ja. Der zweite Punkt mit der Verlängerung von 2 Wochen, sage ich Ihnen ganz offen. Das Reiserecht hat gewisse Vorschriften, die unter dem Begriff Pädagogik zu fassen sind, Erziehungsmaßnahmen. Wenn jemand 3 Monate Zeit hat, Unterlagen zu besorgen, die relativ einfach zu besorgen sind, und nach 3 Monaten Infektionsbescheinigung, die immer noch nicht hat, dann bekommt er eben aus diesen erzieherischen Gründen heraus, sich endlich um seine Angelegenheiten zu kümmern, auch manchmal nur 2 Wochen Infektionsbescheinigung. Und ich denke, 3 Monate und 2 Wochen müssen eigentlich ausreichen, um zum Beispiel einen Kontoauszug oder irgendetwas vorzulegen. Also die 8.000 Euro hören sich erschreckend an. Die 8.000 Euro sind die Grundlage für den Aufenthalt, die wirtschaftliche Grundlage von 12 Monaten, mal Höchstsatz, mal 659. Das ist Mathematik, das sind halt nur 8.000 Euro. Das kann ich auch nicht ändern. Völlig richtig. Ja. Aber das auf einmal auf einem Konto zu haben, das auf einmal auf... Ich hatte ja gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Sie sagen, das ist relativ einfach, das zu bekommen. Entschuldigung, wenn ich es unter den Fächer, ein anderes nicht. Ich habe nicht gesagt, dass... 3 Monate soll das relativ einfach zu besorgen. Haben Sie gesagt, Erziehungsmaßnahmen... Bei der 3-Monats-Frist nicht um die Besorgung einer Finanzierungserklärung oder um die Besorgung einer Summe von 8.000 Euro oder vielleicht noch mehr. Es ging bei den 3 Monaten um zum Beispiel die Vorlage eines Kontoauszugs oder andere Dinge, die relativ einfach zu besorgen sind. Und Sie können mir glauben, dass man Mitarbeiter wissen, welche Unterlagen man in 3 Monaten besorgen kann oder nicht. Und dann haben wir in dem einen oder anderen Fall etwas Druck auszuüben, denn wir müssen auch eine Entscheidung finden. Auch Sie haben ein Interesse, die Arbeitserlaubnis so schnell und so lange wie möglich zu bekommen. Nur wenn wir dauernd hinter den Unterlagen herlaufen, dann wird es nie oder selten dazu kommen, dass man innerhalb kurzer Zeit auch einen Aufenthaltsplatz bekommt. 8.000 Euro in 3 Monaten zu besorgen, das schaffen wir noch nicht einmal bei den schmalen Gehältern, die es bei uns im öffentlichen Dienst gibt. Also das wird auch nicht von einem Studenten verlangen. Das ist so. Das erkennen Sie, das ist so. Also es geht lediglich um Leistung. Wenn die Leistung in 3 Monaten nicht erbracht werden, so... Ja, angenommen, ich komme zu Ihnen wie mein Aufenthalt verlängern und Sie sagen mir, okay, ich muss 8.000 Euro bringen und ich habe die Leistung, die sind nicht so ausreichend. Ja, was muss ich da besorgen? Die Leistung in 3 Monaten mit 8.000 Euro, verstehen Sie nicht? Das sind die Probleme, die ich einfach natürlich immer zu hören bekomme und da habe ich auch schlaflose Nächte. Ich habe sogar schon meine Frau, ein paar Bekannte in der Verbindung, dass ich hier sage, jemandem zu helfen, an die Hand zu halten. Sonst wäre ein Studium, der hätte sein Studium nicht beenden können. Verstehen Sie nicht? Das ist ja das Problem. So, soll es an welch handeln, die nicht, wenn es nur darum... Also ich sage Ihnen jetzt mal, wir haben noch nie einen Fall im Geld scheitern lassen. Aber wir sind leider gezwungen, schon Fälle, Studenten auf das Ende des Studiums hinweisen zu müssen, wenn sie keine Leistung erbringen. Das gibt es leider. Mittlerweile hat sich das System ja mit dem Credit Plan so geändert, dass die Ausnahmebehörde ja gar nicht zum Zuge kommt mit einer negativen Entscheidung, weil vorher schon die Exmatrikulation erfolgte. Und das ist eigentlich die Regel bei einem faulen Studenten, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der wird irgendwann exmatrikuliert und dann entscheidet die Ausnahmebehörde, der Aufenthaltszweck ist beendet, du musst jetzt nach Hause gehen. Die Finanzierung ist eine andere Geschichte, die losgelöst von der Verpflichtung ist, sein Studium in angemessenem Zeitraum zu beenden. Beides zusammen kommt sehr, sehr selten vor. Ich kann mich also nicht an eine Fallkonstellation erinnern, wo beides der Fall war. Wir haben Geduld, bis die entsprechende Finanzierung erreicht wurde. Wie auch immer. Es
gibt zwei Möglichkeiten, ich kann es nochmal sagen, Verpflichtungserklärung und Sperrkonto. Jemand im Anschluss an diese Diskussion sagt, die Außenbehörde hat gesagt, ich muss arbeiten und kann deswegen mein Studienziel nicht mehr erfüllen. Deswegen habe ich diese Möglichkeit nicht erwähnt. Es gibt sie natürlich, klar. Aber bitte machen Sie die Außenbehörde nicht dafür verantwortlich, wenn Sie 20 Stunden in der Woche arbeiten müssen und dann im 15. Semester noch keinen Bachelor haben. Deswegen ist es eine Möglichkeit, aber ich würde Ihnen als Tipp weitergeben, das nur als ergänzende Finanzierung mit aufzunehmen. Bei 20 Stunden in der Woche, das ist viel Zeit. Ich möchte keine Frage stellen, sondern ich möchte nur die Wichtigkeit des politischen Engagements nochmal betonen. Sie haben vorhin erwähnt, eine Hotelgruppe Gießen im AStA ist eine ausländische Studierendenvertretung. Momentan ist sogar eine Kanone da drin. Also bitte, nehmen Sie bitte diese Möglichkeit wahr, um sich zu engagieren. Denn sobald Sie ein Problem haben, gibt es auch die Möglichkeit, mal Beratungsstellen auszusuchen. Nur ich habe in meinem Land in der Tätigkeit gemerkt, dass die meisten Studierenden zu spät diese Beratungsstellen aussuchen. Das ist nicht gut. Danke. Ich stimme mich zuerst ganz herzlich bei den Gedanken. Also das ist sehr wichtig, dass so viele Leute sich hier gesammelt haben, über ein Problem zu reden, der eigentlich ein sehr ernsthaftes Problem ist. Und ich habe auch festgestellt, dass die meisten darunter gekommen sind. Das muss ich auch beglückwünschen, weil es ist in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Das politische Engagement muss ich auch stark betonen. Viele lernen sich davon. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn jemand irgendwo sitzt, kann man ganz schnell von ihm schlecht reden. Also wenn jemand irgendwo sitzt, kann man schnell von ihm schlecht reden. Also jede Verschwörung. Gehen wir einfach, engagieren wir uns und man bildet einfach vertreten und unser Recht wird auch gut behandelt. Ich habe aber jetzt an Herrn Rentsch eine Frage, also schön, dass ich wieder zurück dazu komme, und zwar diese Arbeitserfahrung. Ist es so, dass man wirklich einen Arbeitsvertrag vornehmen muss, oder ist es einfach, dass man den Grundraum auch sehen soll, dass in der regelmäßigen Angriff durch Arbeit geleistet wird? Man hat ja das Lehrerstück festgestellt, dass der Student auch ein bisschen Problem hat und da forscht in den Studien. Welche Möglichkeiten werden angeboten? Also wenn wir dann zum Beispiel bei den Zielen gibt es diese Ausbildung und Unterstützung von späten Medizinern, also die beide Ärzte sind, die aber ein Angebot an alle Studierenden haben, aber die sind noch starten und die Leute dann sozusagen ausländische Studierende, die noch am Anfang sind. Könnte das den Herren auch so was angeben? Das wäre zum Beispiel jetzt die spezielle Unterstützung bei, bei Defiziten für Studierende, um das auszugleichen. Da gibt es ja sehr unterschiedlich. Das ist ja nicht nur jetzt für kommunistische Studierende so, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von grundlegenden Problemen, die unsere Studierenden haben. Wir überlegen schon eine ganze Weile, wie man mit speziellen Kursen, da gibt es ja auch die Vorkurse, Defizite ausgleichen kann. Jetzt ist es aber meistens so, dass bei den kamerunischen Studierenden es kein Problem so sehr in den Grundlagenvorlesungen gibt, wie bei vielen anderen Studierenden. Also wir haben ja kein Problem in der Mathematik oder der Physik, sondern es gibt Probleme im sprachlichen Bereich und im Bereich des Schreibens. Ja, also das, und das sollten wir auch gemeinsam angehen, inwieweit es dort vielleicht ein paar speziell auf Sie zugeschnittene Kurse gibt, um das Schreiben in Deutsch von wissenschaftlichen Texten Ihnen leichter zu machen. Und das ist ein Problem, was mir in den letzten beiden Jahren besonders aufgefallen ist. Und ich glaube schon, dass wir da gemeinsam was machen können. Aber diese Angebote müssen dann auch genutzt werden. Und es ist keineswegs so, dass Angebote, die im Bereich angeboten werden, dann auch wirklich dann wahrgenommen werden, sondern man kann niemanden dazu zwingen, dann zu seinem Kurs zu gehen. Ich
Es ist angedacht, einem Schreibwerkstatt oder vielleicht eine Korrekturmöglichkeit anzubieten, sodass Sie, wenn wissenschaftliche Arbeiten geschrieben haben, jemand auch gucken kann. Es ist immer die Sache, die Zeit. Es geht nicht darum, ich habe morgen Abgabe und heute guckt jemand drüber, sondern dass man wirklich einfach rechtzeitig dahin gehen kann und sich beraten lassen kann. Wie schreibe ich meine Arbeit oder wo komme ich dann weiter, wie soll ich weiterkommen, sodass es wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss ist. Und zu dieser Information und auch zu dem Weg, wie wir Ihnen das informieren, normalerweise nutzen wir ja unsere Newsletter. Sie haben, als Sie sich bei uns eingeschrieben haben, haben wir Sie gebeten, sich bei einer Liste einzutragen. Diese Newsletter schicken wir ungefähr jede 4 Wochen, jede 6 Wochen. Sozusagen, das ist der Kanal, mit dem wir, den International Office, versuchen, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und Ihnen zu erzählen und zu sagen, was wir an neue Angebote oder neue Projekte machen. Das ist das eine. Das andere, Sie kennen das als Student mit THM, es gibt das Moodle. Dort geben wir auch bekannt, was wir machen, und es ist wichtig. Ich weiß, wie das ist am Anfang. Also man bekommt viel Information. Wenn ich mich an meine Matrikulation erinnere, habe ich mir 3 Wörter geschrieben, und das war ASTA und wie lange ich arbeiten darf. ASTA, wie lange ich arbeiten darf, und ich glaube, wo ich zum Studentenwerk gehen musste. Das waren die 3 Stichwörter, die ich am Zettel hatte, als ich meine Einschreibung gemacht habe. Weil die Informationen, die Sie bekommen, wir versuchen natürlich, Ihnen vollständig zu informieren und zu sagen, was wir alles haben. Und es ist schwer, alles im Kopf zu behalten. Und je nachdem, nach einem Semester, zweiten Semester, da kommen andere Fragen, andere Sachen. Und was wir wollen, ist, dass Sie wissen, zu wem können Sie vielleicht als erstes gehen. Wir sind nicht die Einzigen an der THM, ja, aber wir sind vielleicht das erste Anlaufstelle, wo Sie sagen, ha, da ist meine Frage. Und dann können wir vielleicht gucken, haben Sie vielleicht andere Fragen, wenn es um Studieren geht. Vielleicht muss ich einfach den Weg finden, okay, wie kann ich am besten studieren? Wir haben eine Studienberatung. Die Studienberatung bietet Ihnen die Möglichkeit, gibt Ihnen solche Tipps. Wie soll ich anfangen mit dem Studium? Nicht eine Woche vorher, gleichzeitig, aber wie mit Tipps. Wir haben auch in Friedberg zum Beispiel, haben wir auch das Lernzentrum. So können Sie auch bestimmte Grundlagefächer vielleicht mal verbessern oder mal Hausaufgaben und so weiter. Ja, und deswegen, also einmal den Weg, die Sie bitte auch einfach, ne, lesen Sie und geben Sie Antwort, und wenn Sie Fragen haben, einfach direkt eine Mail schreiben. Mhm. Wie gesagt, wir versuchen einfach zu reagieren und so und auf den Fragen, die Sie haben. Okay. Sie brauchen logischerweise einen Arbeitsvertrag oder eine Arbeitgeberbescheinigung, die in die Zukunft gerichtet ist, weil die Aufenthaltserlaubnis auch in die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, wir müssen eine Prognose anstellen. Ist der Lebensunterhalt für die Dauer der möglicherweise zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis abgesichert?